Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich befinde mich noch in der Schweiz mit Dr. Manfred Döpp und wir wollen über Wasser reden, was ja ein weites Feld ist und wir haben schon viele Sendungen darüber gemacht. Ihr habt ein spezielles Basenwasser. Wir haben oft gehört, dass wir zu sauer sind und dass man sich basisch oder Basenbäder oder basisches Wasser trinken sollte. Was ist jetzt das spezielle Wichtige am Basenwasser, was man wissen muss, um zu verstehen, dass es wichtig ist für einen? Ja, die meisten Menschen heutzutage haben einen Überschuss an H+ oder Hydronium-Ionen im Körper. H+ macht sauer, der pH-Wert sinkt und H+ hat ein Elektronendefizit. Es ist ja keine Ladung, wie wir es uns aber vielleicht vorstellen. Es gibt keine Plusladung. Plus heißt einfach Mangel an Elektronen. Und Minus heißt Überschuss an Elektronen. Und da wir ja nun mal nicht nur von Brot und Kalorien leben, also eher weniger, sondern von Luft und Liebe, wie das Volksmund sagt, Luft und Liebe heißt nichts anderes als Elektronen und Photonen. Da wir davon eigentlich leben, sind die Elektronen im Körper wichtig. Wir brauchen ein großes Reservoir an Elektronen im Körper, um gesund zu sein. Denn das Zellmembranpotenzial bei jeder Körperzelle von minus 70, minus 80 Millivolt, minus wieder wohlgemerkt, kann nur aufrechterhalten werden mit einem Elektronenüberschuss. Die meisten Menschen heutzutage haben durch Elektrosmog einen Überschuss an positiven Ladungen auf der Haut. Der Körper will das neutralisieren. Er benutzt die Haut als Kondensator und ist gezwungen, negative Ladungen, also Elektronen, unter die Haut zu schicken und verliert damit in seinem Zentrum Elektronen. Wir leiden unter einem chronischen Elektronendefizit. Das ist ein Zeichen der Zeit. Wie sehen wir das? Wir sehen es an der enormen Zunahme der autoaggressiven Mitochondriopathie. Die Mitochondrien, die Kraftwerke in unseren Körperzellen, die das ATP und damit die biochemische Energie produzieren, werden immer schwächer. Der Körper greift mittels der freien Radikale, die ja überwiegend ein Elektronendefizit haben, greift er die Mitochondrien an, nicht nur deren Membranen, sondern auch die DNS und die RNS in den Mitochondrien. Damit sinkt die ATP-Produktion ständig ab und die Krankheit nennt sich dann eben autoaggressive Mitochondriopathie und ist ein Zeichen der Zeit. Sie nimmt lawinenartig zu, vor allen Dingen im Gehirn, da zeigt es sich am stärksten. Die Demenz beruht auch darauf und wir müssen uns dieser Situation stellen. Das heißt, wir müssen dem Körper negative Ladungen zuführen. Elektronen, wie gebunden sie auch immer sind, sind ja oft nur leicht gebunden, bedeutet Minus, bedeutet basische Ernährung, basisches Wasser. Basische Ernährung ist Gemüse. Die Ernährung von Gemüse ist nun mal die beste, vor allen Dingen Wurzelgemüse. Dann kommen die Beeren und die Früchte, wobei die aber wiederum Säuren enthalten können und Zucker, Fructose, auch ein Thema, und Säuren enthalten, die der Körper nicht neutralisieren kann, so ohne weiteres. Der Körper kann neutralisieren nur Zitronensäure, rechtsdrehende Milchsäure und Essigsäure. Alle anderen Säuren belasten den Körper und die sind im Obst und in Früchten ja oft enthalten, andere Säuren. Orangensaft aus der Industrie zum Beispiel ist Gift, schlicht und einfach. Wohingegen die bittere Grapefruit gut ist und auch die Zitrone gut ist. Also wir müssen uns Basen zuführen, denn die Industrieernährung, die ja gar keine Vitalität enthält, bringt uns ins Saure und unsere Lebensweise bringt uns ins Saure. Der Stress, der Distress, der Ärger, mit dem wir andauernd zu tun haben, macht uns sauer.
Deshalb, nachdem viele Menschen nun mal zu wenig Gemüse essen oder auch Hülsenfrüchte, sollten wir wenigstens bei der Trinkzufuhr darauf achten, dass wir dort basische Ladungen bekommen, also OH-. Und das haben wir beim normalen Trinkwasser wahrscheinlich nicht, vermute ich mal. Ja. Wir haben ja ein bisschen was aufgebaut, ja. Und du hast ein Messgerät da liegen. Was wäre denn jetzt der Unterschied? Oder was messen wir? Du hast einmal den pH-Wert, dann haben wir den auch elektrische Eigenschaften. Genau, also dieses Gerät hier, Pure Water Tester, misst die Leitfähigkeit in Mikrosiemens. Und das gilt allgemein als der entscheidende Parameter. Wir haben jetzt hier 5 Wässer. Ich beginne mal bei einem technisch hergestellten Basenwasser. Das hat 655 Mikrosiemens. Das heißt, die Leitfähigkeit ist ziemlich hoch. Und hohe Leitfähigkeit heißt, dass in dem Wasser viele Stoffe gelöst sind, die den Körper überwiegend belasten. Denn anorganische Mineralien belasten den Körper. Das ist ja der Unterschied zwischen der französischen und der deutschen Wasserschule. Die deutsche Wasserschule behauptet, Mineralwässer sollten möglichst viele Mineralien haben. Die deutschen Mineralwässer sind alle so geartet. Völlig falsch. Die französische Schule hat recht, Vincent und weitere, die sagen, nur wenige Mineralien. Wenn man sich die französischen Wässer anschaut aus den Vogesen oder aus Evian, die haben wenige Mineralien. Die kann der Körper verarbeiten. Die deutschen Wässer, wie früher das Selterswasser und, belasten den Körper durch einen Mineralüberschuss. Und das ist falsch. Und dieses technische Basenwasser mit einer Leitfähigkeit von 660 Mikrosievert enthält zu viele Mineralien. Jetzt den Gegensatz, das destillierte Wasser, das enthält überhaupt keine Mineralien und hat daher eine Leitfähigkeit von 0. Das hat Vorteile, destilliertes Wasser ist gut zur Entgiftung, aber es führt dem Körper nichts zu, was er eventuell doch braucht, wie eben Kalium, Calcium und so weiter. Das müsste man dann supplementieren sozusagen. Richtig, aber genau. Auch kein, auf Dauer destilliertes Wasser nicht. Kann man mal so eine Kur machen mit destilliertem Richtig. Wasser? Richtig, kurmäßig wunderbar, aber nicht nur und nicht auf Dauer. Okay. Dann haben wir Leitungswasser hier aus dem Haus, 650 Mikrosievert. Das ist auch wieder ein Wasser, das zu viele gelöste Stoffe, vor allen Dingen Mineralien, enthält und daher zur Entgiftung überhaupt nicht geeignet ist. Dann das Basenwasser aus Grönland, das mit einem pH-Wert von 9,38 an der Quelle aufweist, 47 Mikrosievert. Das ist jetzt ein wunderbarer Wert. Warum? Nicht null, nicht die Nachteile des destillierten Wassers, nicht 650, die Nachteile des Leitungswassers, sondern Oligomineralien, wie in Frankreich. Wie als Evian noch gut war, Volvic, Contrex und so weiter, die ja inzwischen auch ausgebeutet werden, diese Quellen. So ähnlich ist hier die Leitfähigkeit. Wie ist es beim Quellwasser heute? Quellwasser 600 Mikrosievert, ein Deut besser als das Leitungswasser, aber nicht gut. Auf die Dauer auch kein optimales Trinkwasser. Warum? Weil es optimale Quellen heutzutage kaum noch gibt. Denn was kommt mit dem Regen herunter? Früher sagte man, Regen bringt Segen. Ja. Mai-Regen zum Beispiel. Ist heute nicht mehr unbedingt der Fall, was der Luft kommt. Das war die gute alte Zeit. Was heute herunterkommt mit dem Regen, sind so viele Schadstoffe, das ist kaum vorstellbar. Vor allen Dingen natürlich Chemtrails und Morgellons, die herunterkommen, auf den Weiden landen, von den Kühen, Schafen, Ziegen aufgenommen werden, in die Milch übergehen, ins Fleisch übergehen und die wir dann essen oder trinken. Also wir sehen, ein gutes Wasser in dem Sinne ist am ehesten das Grönlandwasser.
Das heißt jetzt hier Basenwasser 938. Warum heißt das? Weil es einen pH-Wert an der Quelle von 9,38 hat. Ah. Also ein Basenwasser, das aber nicht etwa bitter schmeckt, denn es sollte ja auch schmecken, das Wasser. Das kann ich bestätigen. Also wenn ein Wasser einen pH-Wert von 13 hat, meinetwegen, ein ganz starkes Basenwasser, dann schmeckt es nicht. Ja. Aber 9 schmeckt wunderbar. Jetzt der pH-Wert, ein pH-Meter, ein digitales. Da müssen wir schütteln, damit die Elektrode gut benetzt wird. Technisches Basenwasser 8,85, also ein typisches Basenwasser, vom pH-Wert durchaus akzeptabel, aber eben technisch hergestellt und daher enthält es zu viele Mineralien und Spurenelemente. Das destillierte Wasser, so, wenn ich jetzt hier lange genug schüttle, kommt es auf einen pH von 7,1 bis 7,2. Das ist leider nicht der Fall. Das ist typisch Live-Sendung, gell? Ja, so viel Effekt nimmt man das bei uns. Das ist oft so. Aber so, wir gehen mal davon aus, dass ihr auch schon mehr Messungen gemacht habt. Dies hier sind die Messungen, die wir gestern gemacht haben. Da sieht man in etwa, worum es geht. Leitungswasser, pH gestern 7,2 bis 7,4, also leicht basisch, was hier durchaus gut ist. Dann unser 938 Wasser, das geht jetzt im pH nahe 9, ähnlich wie das technische Basenwasser, aber es ist eben vom Mineralbesatz her oligo, also es enthält nicht zu viele für den Körper unverwertbare Mineralien. Es nähert sich jetzt der 9. Dann kommen wir zum Quellwasser. Das liegt dann wieder bei 7,2 in etwa. Es nähert sich jetzt diesem Wert. Also das ist der pH-Wert. Können wir gerade noch mal klären, das technische Basenwasser, also das, wie unterscheiden wir das? Wir können ja Basenwasser auch heute vieles kaufen. Das wird technisch erzeugt sozusagen, wird technisch basisch. Man kann natürlich OH-Ionen zuführen, technisch gar kein Problem. Man könnte prinzipiell ja sogar Seife hineintun, dann wäre es auch ein Basenwasser. Aber ist nicht so gesund. Ja. Mit OH-Ionen kann ich einen pH-Wert einstellen, wie ich will. Aber das ist nicht natürlich. Es ist ja keine Quelle, die das hervorbringt. Und wir müssen nun mal davon ausgehen, dass unser Körper unterscheiden kann zwischen technisch und natürlich. Das sehen wir ja auch bei der Genmanipulation. Die Protagonisten sagen, der Körper kann das nicht unterscheiden, ob ein Lebensmittel genmanipuliert ist oder nicht. Der Körper kann es sehr wohl. Ja. Der Körper weiß genau, was ist natürlich und was ist unnatürlich. Ja. Und er reagiert auf unnatürlich mit Ablehnung. Ja. So, und dann messen wir noch. Wir haben jetzt zwei Messungen gemacht. Ja, dann haben wir hier die Kapazität. Okay. Die Kapazität wird in Farad gemessen oder in Nanofarad. Denn das Wasser ist ja auch ein Isolator, es ist nicht nur ein Leiter, es ist auch ein Isolator. Wir haben also jetzt bei dem technischen Basenwasser 15 Nanofarad. Das ist ein Wert, der ist nicht schlecht, aber auch nicht gut, das ist Durchschnitt. Destilliertes Wasser. Ja, ich sehe es schon, ja. Destilliertes Wasser, da haben wir einen Nanofaradwert von nahe 0. Das ist auch wieder nicht im natürlichen Bereich. Dann haben wir Leitungswasser, wir haben 18 Nanofarad. Dann haben wir das 938 Wasser. Das hat 370 Nanofarad, das heißt, es ist ein Isolator
Und dann haben, oder Dielektrikum, sagen wir mal, dann haben wir Quellwasser 19 Nanofarad. Das heißt, wir sehen, dass das 938 Wasser von allen anderen Wässern sich völlig unterscheidet und damit eine eigene Qualität aufweist. Das ist nämlich von der, vom Besatz der Moleküle im Wasser so, dass es ähnlich ist dem Körperwasser. Das Körperwasser mit 37 Grad ist ja weder destilliert noch das Gegenteil davon, sondern es liegt schön in der Mitte. Es entspricht dem goldenen Schnitt. Ja, und wir wissen ja, dass auch in der Zelle, durch die Zellmembran und das Zellwasser, dass da ein Austausch stattfindet. Genau. Hat jetzt dieses Wasser, was wären jetzt die Vorteile? Was passiert jetzt im Zellbereich? Der Körper freut sich über die Vielzahl an Elektronen, die er zugeführt bekommt. Das heißt, dass die Matrix, das aktive Bindegewebe, das Mesenchym, sich entschlacken kann. Bei den meisten Menschen ist die Matrix inzwischen nicht mehr in einem Sol-Zustand, das heißt relativ flüssig, sondern in einem Gel-Zustand. Gel ist zäh bis starr. Je zäher die Matrix, umso weniger kann sie leisten. Die Kommunikation funktioniert weder im Transport noch in der im Biophotonenaustausch. Und es geht darum, die Matrix wieder Richtung Sol zu bringen. Und das kann dieses Wasser, weil es ist ein unheimlich leichtes Wasser. Wir unterscheiden jetzt zwischen leichten Wässern und schweren Wässern. Nehmen wir eine deutsche Mineralquelle, ich will jetzt keine mit Namen nennen, Schwerwässer. Früher waren die französischen Wässer leichte Wässer, inzwischen sind sie technisch leider nicht mehr so gut. Sie sind, sind sie immer noch besser als die Deutschen? Besser als die Deutschen, immer noch, okay. Ja, allerdings. Ja. Und dieses Wasser ist ein leichtes Wasser, wie es früher der Fall war bei einer Alpenquelle, als der Regen noch gut war. Da waren auch die Alpenquellen leichte Wässer. Leider ist das nicht mehr der Fall. Wie gesagt, nur noch dieses Wasser, weil es den Vorteil hat, dass es 5000 Jahre alt ist. Also es ist aus Grönland, aus dem Eis, aus Tief... Ja, also ein Gletscher schmilzt unten ab. Ja. Die Unterseite des Gletschers ist 5000 Jahre alt. Es fließt ins Granitgestein hinein und kommt 3 Kilometer weiter als artesische Quelle heraus. Und da wird es sozusagen... Da wird es abgefüllt, ja. Genau. Also auch wenn da jetzt neuere Verschmutzungen, Chemtrails und so weiter von oben aufs Eis raufkommen, betrifft es das nicht, weil von unten quasi das alte Eis, ja, das vor ein paar tausend Jahren sozusagen gefroren ist, richtig, was unbelastet ist, davon jetzt da rauskommt. Ganz genau. Und das wusste auch schon James Bond. Der hat sein Eis für seinen Whisky auch immer aus diesem Wasser hergestellt. Ach, ja. So, das wusste ich nicht. Der weiß auch, was gut ist. Okay, also das ist jetzt dieses aus Grönland, dieses Wasser. Was macht das? Gibt es da praktische Erfahrungen? Hast du Erfahrungen damit? Oder was sagen die Leute, wenn man es regelmäßig trinkt? Oder ja, genügt da eine Kur? Oder? Wir testen es im Rahmen unserer Austestungen hier im Haus. Unser Zentrum hat ja mehrere Vorteile, unter anderem den, dass kein Medikament oder kein Mittel dem Patienten gegeben wird, ohne dass es an ihm getestet wurde. Dafür gibt es die Kinesiologie, es gibt die Meridian-Diagnostik, die Segmentar-Diagnostik und die Informationsdiagnostik mittels Time Waiver. Also es muss nicht das Gleiche, das für dich gut ist, auch für mich gut sein. Eben, das ist es. Und wir testen also dieses Wasser jetzt bei jedem Patienten seit 3 Monaten ungefähr mit und stellen fest, dass es die Spitze übernommen hat von den Bejahungen her. Auch bei diesen kinesiologischen Tests. Genau. Und in der Befindlichkeit merkt man da irgendwas? Ich trinke das Wasser jetzt selbst seit einiger Zeit und ich muss sagen, ich fühle mich selbst mit diesem leichten Wasser leichter. Und die Beschwerden, die ich vorher hatte, ich hatte eine Elektrosmog-Allergie,
Das heißt, ein Hautausschlag hier überall auf Elektrosmog hin. Deshalb habe ich auch kein Handy mehr im Gebrauch. Die Elektrosmog-Allergie beruhte offensichtlich auch auf meiner Übersäuerung. Denn seit ich das Wasser trinke, ist die weitgehend weg. Okay, und die meisten Menschen sind übersäuert, einfach durch die Ernährung, die wir heute alle, Industrienahrung, selbst wenn man sich versucht, gesund zu ernähren, ist es schwierig. Wasser also ein grundlegendes Thema. Können wir noch mal ein bisschen drauf eingehen, was wir normal als Leitungswasser haben? Da ist ja wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge anderes Zeug drin, was wir gar nicht unbedingt haben wollen. Ja, zum Beispiel die Abbauprodukte von allen Medikamenten, die die Leute schlucken. Oder auch einfach in die Toilette schmeißen. Wenn sie eben, also ein Drittel der Mittel wird ja von vornherein mal entsorgt. Vor allen Dingen die Antibabypillen oder inzwischen stellen wir sogar fest Botox. Das war früher ja überhaupt kein Thema. Inzwischen sind Botox-Abbauprodukte Botulinumtoxine im Trinkwasser. Ja, und dann die ganzen Chemotherapeutika, die ganzen Metalle, Aluminium, die Aluminiumproduktion in der Welt steigt ja permanent an, der Aluminiumverbrauch auch. Die Fluorproduktion steigt an. Das sind ja alles Gifte. Und Quecksilber sowieso und Platin in den Katalysatoren. Platin in den Abgasen. Platin ist ein Zellgift. Und dann eben die Chemtrails und die Morgellons als Thema, das seit einigen Jahren natürlich auch permanent zunimmt. Dann ist der Regen inzwischen auch überwiegend sauer. Das war ja vor einiger Zeit mal die Theorie, der saure Regen macht den Wald kaputt. Dem ist nicht so, denn der Wald braucht Schwefel. Und da ist ihm in Schwefelsäure der Schwefel immer noch lieber, als keinen Schwefel zu haben. Aber immerhin, der Regen ist sauer und übersäuert uns auch. Das Trinkwasser kann mit gerade noch so einem neutralen pH-Wert aufrechterhalten. Und es gibt auch schon Wasserwerke, die den sauren pH des Trinkwassers technisch mit OH-Ionen aufpeppen müssen. Also das ist schon im Grunde dieses technische Wasser. Ja. Destilliertes Wasser haben wir schon drauf gesprochen. Das ist vielleicht für eine Kur mal gut zum Durchpusten oder Entgiften. Ja, richtig. Aber es fehlen eben die Mineralien. Was ist denn hier jetzt an Mineralien? Kann man das feststellen, ja, das steht, die sinnvoll sind? Da haben wir ein Gutachten. Hier steht es nicht drauf, aber wir haben ein Gutachten. Das heißt, der Mineralbesatz ist niedrig, aber doch deutlich. Also es sind Kalium-Ionen drin, Calcium-Ionen, Magnesium-Ionen, auch Bicarbonat. Die Zusammensetzung ist der Ionen oder Mineralien ist gut, aber niedrig. Aber immerhin so hoch, dass die Nachteile des destillierten Wassers nicht auftreten. Das heißt, dieses kann man permanent trinken. Wunderbar. Also wir haben eine Vielzahl von Sachen. Dann gibt es ja auch die Informationen, die wir wissen, dass Wasser Informationen aufnimmt, das heißt allein auch die Gedanken. Ja. Das ist natürlich auch eine Frage, wie gehen wir damit um. Das heißt, wenn ich ein gutes Wasser trinke und ich bin sauer sozusagen und habe negative Gedanken, dann wird sich das auch auswirken. Richtig. Dieses Wasser ist natürlich, nehme ich mal an, von da wo es hergezapft wird sozusagen, oder wo es herkommt, von der Information noch relativ unbelastet, weil da gar nicht so viel Zivilisationsmüll sozusagen ist. Richtig, und auch die Gedanken, sagen wir mal, wenn die Firma Nestle inzwischen dabei ist, alle guten Quellen weltweit aufzukaufen und ein Monopolist zu werden auf dem Trinkwassersektor, dann ist das Turbokapitalismus und hat eine negative Schwingung. Und diese negative Schwingung wird dann auch auf die Nestle-Wässer übertragen. Wir sind hier in der Schweiz, ich mache mich unbeliebt, ich weiß das, aber gut, es ist so. Das macht sich bei denen sicherlich unbeliebt, aber man muss es ansprechen, dass die Information von Gier sozusagen auch nicht drin ist. Genau. Gier ist eine der schlimmsten negativen Schwingungen, die es gibt hier. Und in Grönland, die Leute dort, das sind noch ganz normale Fischer, Bauern, Handwerker, die kennen das noch nicht. Ja. Da haben wir also auch eine andere Information. Wir selber können, wie gesagt, ein bisschen vielleicht auch machen mit unseren Gedanken, aber dass das Grundmaterial sozusagen möglichst
gute Qualität hat, ist einfach wichtig. Das heißt, wenn wir Leitungswasser nehmen, können wir vielleicht auch positive Gedanken rein tun. Ist sicherlich auch nicht verkehrt. Genau, wir können zum Beispiel hier drauf Liebe schreiben. Ja. Das hat ja Emoto auch hinreichend oft nachgewiesen. Sobald wir etwas Positives auf das Wasser bringen, sei es mit Schrift oder mit Worten oder mit Gefühlen, oder dann Musik, oder was Musik genau, Mozart, wunderbar, unter anderem, dann trinken wir auch diese positiven Schwingungen. Okay. Es ist ein spannendes Thema und ich glaube, wir haben klargemacht, dass das hier doch ganz besonders Wasser ist, weil es eben unbelastet ist. Mhm. Also es kommt wirklich aus einer Zeit, wo wir diese ganzen industriellen Belastungen noch nicht hatten. Ja, also ähnliches Wasser dürfte es geben im Hunza-Gebiet im Himalaya, vermute ich mal. Das Hunza-Gebiet ist ja ähnlich wie Grönland geartet. Und dort leben die Menschen ja auch ziemlich lange, ohne krank zu werden, weil sie permanent dieses Gletscherwasser trinken. Gletscherwasser ist vom Prinzip her das Gesündeste, was es gibt. Ja, aber das, was wir heute als Quellwasser haben, wie gesagt, früher war es wunderbar, eine Quelle zu haben und dort was zu trinken, aber heute sind eben die Belastungen drin. Wir haben Chemtrails und Morgellons, hast du auch angesprochen. Kann man da ein bisschen was zu sagen? Habt ihr da auch Erfahrungen mit Betroffenen oder was kann man Leuten da empfehlen? Hilft da einfach so ein Wasser? Oder? Naja, da geht es darum, die Lymphe zu aktivieren, denn sobald die Lymphe dicht ist und nicht mehr fließt, weil der Lymph-pH-Wert eben auch sauer ist und weil die Menschen sich nicht mehr bewegen heutzutage, speziell in den USA. Die Übergewichtigkeit beruht zum großen Teil darauf, abgesehen von der schlechten Ernährung, darauf, dass die Leute ja 100 Meter nicht mehr gehen, sondern mit dem Auto fahren. Also wenn wir keine Bewegung haben, kommt die Lymphe nicht in Gang und die Lymphe erzeugt dann natürlich Mülldepots, also Fettgewebe, ist klar. Also die Lymphe wird aktiviert durch dieses Wasser, wird aktiviert durch Bewegung, wird aktiviert durch das Essen von Gemüse und guten Früchten. Und damit setzen wir die Voraussetzung, dass wir eine Gesundheit wieder entwickeln können. Die Schulmedizin akzeptierte die Lymphe als ganz wichtiges System eigentlich gar nicht. Die Lymphdrainage als Therapie ist schulmedizinisch nahezu unbekannt. Die Lymphe wird erst dann zur Kenntnis genommen, wenn sich eine Elephantiasis bildet, wenn der Arm so dick wird oder das Bein, weil die Lymphknoten alle entfernt wurden. Im Übrigen beachtet man die Lymphe gar nicht. Ja. Dabei ist die Lymphe als die Entgiftungsmethode des Körpers von größter Bedeutung. Und das Thema Chemtrails, Morgellons, wie gesagt, wir haben es jetzt in diesem Gespräch, obwohl es eigentlich nicht Thema ist, aber doch für viele ein Angstthema. Die Chemtrails und Morgellons gehen alle in die Lymphe hinein und verstopfen sie. Und dann kommen die Morgellons aus der Haut heraus, weil die Lymphe ja unter der Haut fließt. Also die Kombination von viel Bewegung, kräftiger Benutzung unserer Muskeln, aber nicht so übertrieben, dass jetzt da wieder ein Laktatstoffwechsel entstünde, wie bei Langstreckenläufern, sondern normale Bewegung plus basische Ernährung, plus basisches Wasser, bringt die Lymphe zum Fließen. Und dann kann der Körper auch selber wieder Chemtrails und Morgellons entsorgen und ausscheiden, was er andernfalls nicht kann. Dann kommen die Morgellons aus der Haut heraus. Wir haben einige Morgellon-Syndrom-Patienten. Eine grauenhafte Situation. Lauter Schwären, sagte man früher hier. Furchtbar. Es juckt wie wahnsinnig. Die kratzen sich, bis sie blutig sind. Das ist die Therapie. Sie kratzen sich, bis sie blutig sind. Und wir stellen im Time Weaver dann auch fest, wie häufig Chemtrails als Belastung vorliegen heutzutage. Mit Fluorvergiftung, mit Aluminiumvergiftung, mit Bariumvergiftung, mit Strontiumvergiftung. Mit Titanvergiftung, nicht zu vergessen. Titan hier, Titan in den Chemtrails. Titan ist ein Leichtmetall und damit ein Gift, wie Aluminium auch. Nun ist in den Wässern, wir haben über das Leitungswasser gesprochen, ja eben eine ganze Menge Mist drin und auch Hormone, Östrogene und so weiter. Das ist vielleicht vielen auch gar nicht bewusst. Was ist da der Effekt?
Ja, es sind überwiegend Abbaustoffe von Östrogenen im Trinkwasser. Bei Männern bewirkt es dann, dass die Leber diese östrogenähnlichen Stoffe nicht mehr abbauen kann und damit den Männern Brüste wachsen und damit ein Mann prinzipiell sogar auch Brustkrebs gefährdet sein kann. Das ist auch ein Zeichen der Zeit. Und die Prostata reagiert auf Östrogene natürlich, indem sie sich zur Wehr setzt. Die Prostata will einen kräftigen Testosteronspiegel haben, damit sie gut arbeiten kann und es auch zu Erektion und Ejakulation kommen kann. Das heißt, die Östrogene sind beim Mann auch einfach als Gift zu bezeichnen. Jedenfalls die, die nicht die unnatürlich sind, die Abbauprodukte. Bei der Frau, wenn die Östrogene ansteigen, ohne dass die Gestagene, das Progesteron, parallel ansteigt, Östrogenbetonung, Brustkrebsrisiko. Deshalb sind viele Gynäkologen ja schon dazu übergegangen, als Vorsorge Progesteroncreme in die Brüste einschmieren zu lassen. Das ist natürlich eine Therapie am Ende der Kette und nicht am Anfang, ne? Und viele Frauen leiden auch inzwischen unter dem Östrogenüberschuss und einem Testosteronmangel. Das bewirkt jetzt wieder ein Libido-Defizit bei den Frauen. Sie täuschen dem Mann dann einen Orgasmus vor, was für die Partnerschaft auch nicht gut ist. Also das ist ein sehr vielschichtiges Thema, beruhend darauf, dass wir im Trinkwasser östrogenähnliche Stoffe zu uns nehmen. Und das ist in jedem Quellwasser inzwischen der Fall. Selbst im Quellwasser, ja. Nur nicht eben an diesem Grönlandwasser. Das heißt, wir könnten damit eben auch diese Effekte, die wir ja nicht haben wollen, dass uns als Mann sozusagen eine weibliche Brust wächst, um das zu verhindern, ist also auch dieses Wasser gut geeignet. Ja. Also wir haben eine ganze Menge wichtige Aspekte, die wirklich alle Gesundheitsbereiche betreffen. Wasser ist wichtig, das muss man einfach sagen, es ist das Wichtigste oder Grundlegendste. Ja, die Erde ist ein Wasserplanet, der Mensch ist ein Wasserwesen, ja. Müssen wir so sehen. Genau, und wenn da jetzt das, was wir reinkriegen, nicht stimmt und da das verunreinigt ist und wir wissen, wie viele Verunreinigungen, wir haben es angesprochen, und es ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr, was wir gar nicht... Wenn man die Fische anschaut, die zum Teil ja wirklich missgebildet sind, die auch nicht mehr fruchtbar sind, deshalb geht der Fischbesatz ja abgesehen von der Überfischung ja auch im Weltmeer zurück. Die Fische haben es ganz schwer, sogar im Meer und in den Seen mit dieser absurden Situation noch umzugehen. Ja, ein wichtiges Thema und wie gesagt eine mögliche Lösung dieses Basenwasser 938, das doch eine ganz andere Qualität hat und du hast es ausprobiert. Ich trinke es erstes Mal, also es schmeckt jetzt nicht irgendwie unangenehm, du hast es angesprochen, es gibt auch Wässer, die dann nicht gut schmecken, aber das kann man gut trinken und hat auf alle Fälle viele gesundheitliche Vorteile. Ja, und wir wissen ja auch, dass die Erde nichts anderes tun wird. Die Klimaerwärmung ist ja nicht ein CO2-Produkt, sondern ist ein zyklischer Vorgang, damit die Gletscher abschmelzen, Grönland, Antarktis, damit die Erde sich das wieder reinigen kann über diese sauberen Wässer. Die Erde wird das auch tun und wir sollten es vorwegnehmen. Das ist ein interessanter Gedanke, dass es eigentlich natürlich und sinnvoll ist, ja. aus der Schöpfung heraus, wenn man natürlich an eine nur materialistische Welt glaubt, ohne eine sinnvolle Ordnung dahinter, dann sieht man da nur eine Gefahr, aber so wäre es auch durchaus sinnvoll zu verstehen. Und wir können uns dieses Wasser eben auch holen und damit doch viel für uns tun. Ja. Ich danke dir für dieses interessante Gespräch und diese Demonstration und hoffe, wir konnten da einiges mit anregen. Vielen Dank. Dankeschön.